Und ja, da ist es halt immer so eine Sache, wird es gezeigt, wird es nicht gezeigt. Das ist halt natürlich auch scheiße, wenn Videos ausfallen, weil wenn eine gewisse Regelmäßigkeit drin ist, dann ist es halt auch so, dass es halt auch mehr auffällt, dass mehr Videos gezeigt werden und vorgeschlagen werden. Das ist halt ein Teil meiner Abonnenten, ein Großteil hat wahrscheinlich auch die Glocke nicht aktiviert, weil warum auch immer. Ne? Und wie groß ist das Ding denn hier? Schon ordentlich. Na dann. Potemas Refugium. Gut. Ach, das geht noch weiter. Ich dachte, das kommt jetzt. Die Potema. Okay. Alter. Das ist noch älter alles und verfallener, beziehungsweise Höhlen. Oh. Der hat einen Fall überlebt. Ich bin. Ach, wisst ihr warum? Weil ich auch doof bin. Also mehr als sonst. Ich habe nämlich noch die falsche Klamotte an, überlege ich gerade. Ja, ich habe noch einen Dietrich an für Schlösser knacken. Pfeil ins Knie, Pfeil ins Knie. Dup, dup, dup. Klar. Mal ja mehr Schaden. Deswegen. Alles klar. Macht Sinn. Aber trotzdem machen wir da. Das könnte ich, glaube ich, auch ein bisschen mehr schleppen, ne? Genau. Die 100 Punkte von dem Skill hätte ich immer noch gerne selber wieder. Weil wir ja ein bisschen was zurückgesetzt haben. Aber das kommt auch noch. Okay. Moment. Alter, das ist nervig laut. Moment, Moment, Moment. So. Na ja, fast. Echt jetzt? Mach keinen Schwarzstall, da müsste ich doch durchkommen. Uiuiui. So, jetzt aber. Komisch, dass das nicht anhält und immer noch knattert, obwohl ich es eigentlich eingefroren habe. Mehr oder minder. Au. Ich hab. Au.
So. Das ist nur so einer. Falsche Taste. Ach nee, boah, nee. Den Gaul kann ich hier drin eh nicht rufen. Toll. Gut funktioniert. So. Das war besser. Bin noch erstaunlich fit in Anführungszeichen für das, wie ich heute schon zermürbt wurde auf Arbeit. Also ich hatte gedacht, ich stelle mich wesentlich bescheidener an. Habe ich übrigens erwähnt, dass die Tür da hinten nervig ist? Sie rattert immer noch. Was war das denn? Das hätte doch mal eigentlich sitzen müssen, oder? Ihr habt es weit gebracht, Sterblicher. Zweifellos habt ihr vor, Porthemas Heiligtum zu betreten. Hä? Darum kann ich mich kümmern. Wir benötigen jede Menge frischer Leichen, um ihre Armee wieder aufzubauen. Was war das? Ja, ich habe mich auch gerade gefragt, warum das Inventar aufgegangen ist, aber okay. Lange Finger. Ob das aufgeht, wenn ich da jetzt... Nee. Bringt nix. Okay, hätte ja sein können. Da hat er tatsächlich gedacht, dass wir uns anschließen, ne? Thema's Heiligtum. Wer denkst, sie sind fertig und es geht noch weiter. Uff. Ach, die Folter, die wollte ich eigentlich nicht, die Pfeile. Da war der Loopfinger wieder schneller als alles andere. Gerade erst genährt, aber noch immer hungrig. Blut. Alles, an was ich derzeit denken kann. Das letzte Opfer war so gut. Ich kann genau eigentlich jetzt gerade nur an eine McRib denken. So. Ja, ich weiß, es ist jetzt nicht das gesündeste Essen und es ist ja eigentlich so ein bisschen Müll, sag ich mal, in Anführungszeichen. Aber ich bin ganz ehrlich, so ein McRib ist echt lecker. So zwischendurch, ab und an mal, nicht immer. Ich weiß, viele übertreiben das, aber wir haben das zum Beispiel so als Kinder schon immer gehabt. Also Jugendliche eher, so Kinder, Jugendliche. Wir sind dann halt mit den Eltern ab und an mal zu McDonald's gefahren, weil das halt ja auch Kohle kostet. Und es war dann halt immer was Besonderes. Und ja, so halten wir das heutzutage tatsächlich auch noch mit unseren Kindern, dass wir halt nicht so jetzt hingehen und wir rollen dann durch die Gegend, weil das sagt, nee, aber es ist halt wirklich, wie gesagt, eigentlich ist es, obwohl, ich weiß nicht, es gibt vieles,
wo halt auch... Nicht mehr weit. Kommt, Wölfchen. Dient mir im Tode. Das Wölfchen? Vieles, wo... Ich glaube, es gibt auch der... Wie heißt der? Oh. Ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Ich glaube, der Cheeseburger ist das. Der hat mal von Stiftung Warentest eine Auszeichnung bekommen, dass der gesünder ist als sein Ruf, sagen wir es mal so. Inwiefern das jetzt tatsächlich alles so passt. Und weil im Endeffekt kann man tatsächlich heutzutage ja nicht wirklich allen Dingen trauen. Oder generell sollte man nicht so vielen Dingen trauen. Aber wenn es danach geht, darfst du fast nichts mehr essen, musst alles selber anbauen und naja. Es ist nicht einfach. Hab ich jetzt alles? Ich glaube nicht, ne? Ja, selbst wenn, ist auch egal. Das ist... Wir sind an einem Punkt, wo wir es nicht unbedingt mehr notwendig haben. Aber wie vorhin bereits erwähnt, brauchen wir es haben. Wenn du an den Punkt kommst, ich bräuchte das ja jetzt eigentlich, hab's aber nicht. So, ich hab's, brauch's aber nicht. Okay, es geht gegen Potema. Jetzt ist die Frage, steht sie wieder auf? Hauen wir sie um? Haben wir die Wahl? Ihr seid weit gekommen für einen Sterblichen. Aber könnt ihr es mit meinem inneren Zirkel aufnehmen? Mal sehen. Gucken wir mal. Au. Klopft euch nur nicht zu früh auf die Schulter, Wurm. Geh mal ein Stück zurück in die Ecke, damit hier sie mir nicht allzu sehr auf den Sack geht mit ihrem Laser. Bleib mal hier, Kollege. Reißt ihm die Augen aus dem Kopf! Warum fällt denn der da hinten nicht um? Oder muss ich sie selber? Aber ich glaube, ich kriege sie selber nicht, ne? Ne. Das war ganz schön knapp gerade. Das geht nicht, weil da ist sie dran gebunden, merke ich gerade. Da kann ich draufhauen, aber deswegen ist der andere Heinz da auch nicht umgefallen. Okay. Questfortschritt, bezwinge Potemas Überreste. Ich beschwere mich gerade nicht. Wir sind im Stealth-Modus, die können uns theoretisch nicht allzu viel. Wenn wir jetzt nicht so gut im Schleichen wären, so Nahkämpfer, könnte das durchaus ein bisschen fordernder gewesen sein. Aber ich beschwere mich nicht, weil ich mache sowas ganz gerne so in der Richtung. Und ich hatte es ja schon mal erwähnt, ich könnte alles ein bisschen schwieriger drehen, aber gerade fürs Let's Play
warum sollte ich das tun, weil das Ziel ist nur künstlich in die Länge, indem ich 3 Stunden mit einem Kampf brauche, verrecke und nochmal anfange. Und ich glaube, das ist ein Clipping. Der Disco-Thema selbst. Themas Überreste. Ich dachte, wir können mit dem Quatsch. Aua. Quatschen. Schade. Nee, ich wollte den Schädel gern haben. So, wir sollen den Schädel noch ans Tür geben und dann mit Falk sprechen. So, der Rest ist Käse. Gar keine dätrische Wand, ne? Hätte ich was gesagt. Keine Drachenwand mit Schriftzeichen, mit... Okay. Ich bin echt gespannt, wo wir rauskommen. Stahldornenhelm. Gut, da tut sich nichts, kein Mechanismus. Himmelsrand. Elfenhelm, okay. Ja, nun. Interessant. Also ich glaube nicht. Also das ist nicht gewollt, dass man... Ich meine, da kann man erkunden, aber... Hätte man das so finden können? Da hätte man schon viel auf den Bergen rumstiefeln müssen, ne? Das siehst du von unten nicht. Da kommt, also, ich krieche ja auf manchen seltsamen Stellen an Bergen rum, aber ich glaube, hier wäre ich nicht hochgeklettert von alleine. Und selbst wenn, da wärst du ja nicht durchgekommen. Okay. Interessant. Na, dann geben wir mal noch die Quest ab. Dann haben wir unsere Zeit sogar eingehalten. Wartet mal. Nee, hier bin ich falsch. Moment. Wo ist die Star? Da ist ein Schiff. Ja, ich bin weiter weg als gedacht. Einsamkeit, Moment. Doch Schnellreise benutzen. Ich dachte irgendwie, ich bin vor den Türen von Einsamkeit. Ich war gerade total... naja. Schön, dass hier auch drinnen grün ist und außen alles verschneit. Wirtswein, der Geschmack von Heim und Herd. Äpfel, Tomaten, Lauch und Kohl. Frisch. Wir haben und den besten rein. Fisch. Täglich fangfrisch. So, hier war mal wahrscheinlich eine Tür drin. So sieht es jedenfalls aus. Gucken wir mal. Kann ich euch helfen? Ja, ich habe das gemacht, was du wolltest. Ihr seid zurückgekehrt. Ich hoffe, ihr wart erfolgreich. Ja. Hier sind Pothemas Überreste. Hervorragend.
Diese Dinge gelingen doch immer irgendwie, sobald sie nur jemand in die Hand nimmt. Ich werde die Überreste reinigen. Falls Falk es nicht deutlich sagt, Einsamkeit schuldet euch großen Dank. Okay. Das wird er wahrscheinlich schon irgendwie zum Ausdruck bringen. Das passt aber so. Aber wie ich schon sagte, solange es nicht jemand irgendwie in die Hand nimmt. Wenn ihr in den blauen Palast wollt, solltet ihr eure Kleidung vielleicht noch einmal überdenken. Was? Was hat sie denn immer gegen meine Klamotte? Ich verstehe das nicht. So. Wenn das heute nichts wird mit der Aufnahme und das wieder nicht klappt mit dem Ton, dann beiße ich irgendwo rein. Vorzugsweise ins Mikrofon. Das erzähle ich euch dann aber in der nächsten Aufnahme. So, Falk, wo ist er denn? Da. Die Kaiserlichen sind gut fürs Geschäft und das Geschäft ist gut für Himmelsrand. Habt ihr am Hofe etwas Geschäftliches zu erledigen? Ja. Ihr habt heute eine große Tat vollbracht. Egal, wen man im Krieg unterstützt. Potema wäre eine große Plage für beide Seiten gewesen. Ohne euch wäre das eine Katastrophe geworden. Ich hätte Varnius warnenden Worten Gehör schenken sollen. Den Fehler mache ich nicht noch einmal. Hier ist euer Lohn. Der Jarl würde euch gern danken. Aber Potemas Rückkehr sollte unbedingt geheim bleiben. Doch ich kann euch versichern, dass wir euch als einen Schutzengel von Einsamkeit betrachten. Und was würde mein ungestümer Tane Breeling stattdessen Geister. Vorschlagen? Der Becher? Ganz einfach. Das Kaiserreich soll seinen eigenen Krieg mit eigenen Mitteln, ohne unsere Vorräte und Soldaten führen. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Danke, mein Lebt Herr. Wohl. Meine Jarl. Betet für Einsamkeit und für meinen Mann. Wir wären wehrlos, wenn wir etwas so Dummes täten. Da ist jetzt die Frage, wie viel ist denn der? Oh Gott. Moment. Stand von Chalio in den Stab. Rebellen hätten den Palast. Ich, ja. So, ich schmeiß nur zwei, drei Dinge mal rein, den Rest mache ich dann auf Camera, weil ich gerne abmoderieren möchte. So. Dann die Folgen so ein klein bisschen Überlänge. Ich kann doch sicherlich hier irgendwo. Es ist bald an der Zeit, die Steuern auf eure Immobilien hier in der Stadt einzutreiben, Breeling. Wir werden jedes der Häuser besichtigen müssen. So, dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, sehen und oder hören wir uns, so rum mit dem Schuh draus, in der nächsten Aufnahme Skyrim in der Special Edition, X-Blades oder was sonst noch so kommt. Ja, wie gesagt, ich versuche es ein bisschen umzustrukturieren, dass vielleicht nochmal ein paar Tests mehr kommen oder vielleicht tatsächlich nochmal ein drittes Projekt dauerhaft. Ist aber aktuell ein bisschen schwierig bis unmöglich. Deswegen, wir bleiben erstmal bei sporadisch Minecraft und dann schauen wir, was kommt. Also bleibt gesund. Bis dato. Reingehauen.